Das hat mir weniger Aua gemacht, als es erwartet. Na komm her. Oh, der Angriff. Ach so, du bist so einer. Ja, manche von denen können Feuer werfen. So, ich weiß gar nicht. In den Turm könnte ich rein. Ich kann aber erstmal die beiden Königswachen hier erledigen. Warum der eine auf einmal so wenig Schaden gekriegt hat. Und ja, hier sind wir wieder bei einem Versteinerten. Eine Statue blockiert euch den Weg. Jo. Also gut, erkunden wir erstmal, weil hier können wir zurück. Hier über den Weg können wir leider nicht zurück. Erkunden wir erst einmal hier den Turm. Die Tür können wir nicht von dieser Seite öffnen. Wir können allerdings hier erstmal die Truhe plündern und da mit Lukat hier nochmal reden. Uralter Schlüssel. Für was war der nochmal? Uralter Schlüssel. Ein sehr alter Schlüssel. Information anzeigen. Ein Schlüssel. Der Schlüssel ist sehr alt, aber in noch gutem Zustand. Und zu welchem Schlüssel war er wohl passen? Das lässt sich herausfinden. Ja. The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Untote. Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Ein Menschenbild. Of course, I have no idea what it is. Das hättest du vielleicht selber gut gebrauchen können. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. Mhm. With two things. My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. Mm-hmm. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Mhm. I'm sorry. Ja, mehr sagt sie nicht, aber sie nimmt die Maske mal ab. Also können wir sie mal kurz betrachten. Wie man sehen kann, ist ein Teil ihres Gesichtes, nämlich das eines Untoten. Also jedenfalls sieht es danach aus, wenn wir es genauer betrachten. Aber nur ein Teil, komischerweise. Deswegen trägt sie auch diese Maske. Was das ist, das habe ich mir auch nie erklären können. Es kann auch sein, dass ihre Gesichtshälfte verbrannt ist. Oder dass sie irgendwie anders verfällt als wir. Deswegen wäre es eigentlich besser gewesen, sie hätte das Menschenbild behalten.
und nicht uns gegeben. So, durch die Tür kommen wir nicht durch. Das heißt, uns bleibt nur noch der Weg zurück. Erst einmal. Und dann hoffe ich mal, dass er jetzt auftaucht. Ja, sonst würde ich das ein bisschen komisch finden. Dass ich ihn so nicht triggern kann. Und ja, man hört hier irgendjemanden irgendwas schwingen. Jetzt taucht er auf. Ihr kennt ihn. Unseren alten Freund, den Pursuer. Und er ist böser geworden. Also er hält schon mal etwas mehr aus. Und er macht immer noch dieselben Spielchen. Au. Komm, steh auf und trink ein. Schnell, bis er sich regeneriert hat. Ja. Wow. Weg von seinem Fluchstich. Den können wir nämlich gar nicht gebrauchen. Und wir sind gestorben. Ja. Das war dann wohl der Ausgleich. Gut. Zum Glück spawnen wir bei dem Leuchtfeuer hier. Also ja, der Pursuer ist nicht tot. Er ist noch immer da. Und er will uns noch immer an den Kragen. Au. Wow. Wow, das hier ist gefährlich. Ah, was macht der denn schon hier? Und da sind meine Sehnen weg. Und ja, das war jetzt mächtig mies. Zuerst lässt er sich gar nicht blicken und dann spawnt er da einfach so. Zweimal von dem seine Armbrust getroffen zu werden, ist nicht so nett. Und ja, man sieht, jetzt sind wir auch hässlich. So, das heißt, wenn wir jetzt hier runterspringen, den berühren, dann taucht er sofort wieder auf. Das ist nicht so toll. Und er verschwindet wieder. Mhm. Au. Okay. Nochmal sterben will ich eigentlich nicht. Deswegen schnell hier hochklettern, bevor der hier runter hochkommt. Trinken. Hoffen, dass mich der da oben nicht so schnell beballert. So. Wieder runterklettern.
Und ja, an der Stelle taucht er jedes Mal auf, aber halt nur, wenn ich frisch hier reinkomme, denke ich, also wenn ich vorher am Leuchtfeuer war. Das macht gerade die Stelle richtig gemein, weil hier überall Viehzeug rumwuselt. Oder respawnt er jetzt nochmal? Weiß ich nicht, probieren wir es mal kurz aus. Nein. Schade. Ach, du bist tot. Gut, dann versuchen wir jetzt wenigstens noch die Wow. Ist gut, übertreibt nicht. Also schummelt hier nicht rum. Kommst du nochmal? Nein. Gut, das heißt, wir versuchen jetzt wenigstens noch das mit dem Fass hinzukriegen. Er wird es ja nicht mehr runterschubsen. Das macht er nämlich nur ein einziges Mal. So. Und jetzt müssen wir das Fass genau anstoßen, dass es gerade runterrollt. Und bumm. Leuchtfeuer. So. Hier ist jetzt ein kleines nettes Lager, das wir erstmal plündern können. Zwei große Tritanitscherben, die helfen uns schon mal, unseren Speer zu verbessern, dass wir den Pursuer besser bekämpfen können. Tritanitscherbe. 5 Stück sogar. Sehr nett. Eisenpfeile. Und der Schmied hier, also ja, man sieht, dass es ein Schmied ist, sitzt auf einer Eisentruhe und schwingt mit seinem Hammer umher. Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here. Shape up. Shape up, I say. Und ja, er ist ein bisschen durch den Wind. Er versucht gerade ein imaginäres Stück zu schmieden. Und mit dem redet er gerade. Oh. That's it, yes. That's the way. Dear flame, how brightly you burn. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Flame, dear flame. I ought to flame. Also ja, er redet erstmal von Flamme. Und hier neben seinem Amboss, wo er eigentlich hingehören sollte, steht ein Fackelhalter. Also geben wir ihm erstmal etwas Licht. So. Und ich glaube, wenn wir jetzt am Leuchtfeuer rasten, dürfte das sogar schon reichen. Genau, dann sitzt er nämlich an seinem Amboss wieder. Weil er jetzt dort Licht hat. Was er mit seiner kleinen Kerze da nicht anzünden konnte. So, hat er was zu sagen? Nein, er sagt nichts Neues mehr. Okay. Dann reise ich jetzt nach Majula zurück. Den Pursuer hier unten lasse ich mal in Ruhe. Gehe schnell meinen Speer upgraden. Mit den Seelen, die ich. Mit den Seelen und den Splittern, die ich jetzt habe. Waffe Rüstung verstärken kann ich nämlich jetzt. Den hier wenigstens auf plus 5 bringen. Ich könnte mein Schild ein bisschen verbessern. Machen wir mal plus 3 Schild aus ihm. So. Dadurch gewinnt er nämlich an mehr Haltung. Und ich habe keine Seelen mehr. Aber sie gut investiert.
Gut. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wieder mit dem Pursuer messen oder allgemein in die Festung zurückkehren. Ach, übrigens kann ich euch mal kurz zeigen, noch schnell. Carillion aus der Tiefe hat sich nämlich hierher zurückgezogen. Mit dem können wir irgendwann mal wieder reden. Also das war der Grund auch, warum ich meine Intelligenz auf 8 gebracht habe, nämlich dass er sich hierher nach Majula bewegt. Ansonsten würde er die ganze Zeit in der Niemandswerft rumhocken, weil er uns für unwürdig hält. Aber okay. Wir sehen nicht gerade hübsch aus, aber das geht noch mit unseren Lebenspunkten da oben. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis dann.